Wir sind seit 14 Jahren zusammen und seit 7 Jahren auch verheiratet. Ja, mittlerweile gehören 2 Kinder zu uns, also wir sind Familie geworden. Und das ist die Summer, die jetzt 4 Jahre alt ist, und der Jaden, der gerade 2 geworden ist. Das ist das, was wir immer wollten. Und wir genießen das auch total mit den Kindern zusammen und die dann jetzt auch so zu sehen, wie das dann auch funktioniert. Das ist natürlich auch schön. Und wir einfach auch Spaß haben können. Die Kinder auch dann da drin aufgehen. Und jetzt schon wieder gefuscht wird hier. Nein, doch. Nein, wir haben nur ein Töpfchen versteckt. Ich denke so ein bisschen, dass das so das Beste in einem selbst noch hervorbringt, wenn man jetzt so ein schönes gemeinsames Zusammensein hat, ein Wir-Gefühl, das, ich denke, genau die Definition von Familie ist. Einfach. Magst du nochmal würfeln? Und noch in den Flitterwochen hat Tobias mir an einer Seite die Frage gestellt: Kannst du dir vorstellen, Kinder zu haben? Worauf ich erstmal gar nicht geantwortet habe, weil ich ein paar Jahre älter bin und das eine abwegige Idee war. Ich habe das ganz frei gesagt, wie wir doch in vielen Themen auch offen einfach darüber sprechen, und habe einfach geguckt, wie er reagiert. Die Reaktion war verhalten. Ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen. Ich kannte zum Beispiel auch noch den Paragraphen 175, auch wenn er nicht mehr praktiziert wurde, aber das war schon noch drin, auch Outing schwierig auf dem Land. Aber Ehe für alle, heiraten, Partner und dann jetzt auch noch Kinder, das war für mich einfach nicht auf dem Tableau. Verrückt. Ja, damals, ja gut, klar. Und dann ist es heute kaum zu glauben, dass sie so groß schon ist. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, aber natürlich die Gesellschaft und das Drumherum macht mit einem ja was. Also man merkt ja schon, dass Menschen, die sich outen, dass das nicht gut funktioniert, dass die vom Hof gejagt werden, dass die angegriffen werden. Und dann habe ich ein bisschen den Vorteil gehabt, dass man es an mir nicht so sieht, und ich konnte mich besonders gut tarnen und verstecken, und dann habe ich das auch gemacht. Es war einfach so für mich leichter, so durchzukommen, und dann hakt man das ab. Man ist einfach pragmatisch und man versucht, die Dinge, von denen man weiß, dass sie nicht funktionieren werden, weil sie nicht akzeptabel sind, wegzuschieben, weil man denkt, damit kann man besser leben. Es gibt dann die Kämpfer, die dagegen angehen, die Revolutionäre. Und ich war eher jemand, der versucht hat, nicht aufzufallen und so zu tun, als wäre ich es nicht. Und dann schiebt man das weg. Und dann findet das nicht mehr statt. Also aber auch die Partnerschaft, auch die Ehe, überhaupt als Familienleben in Deutschland, auch mit Kindern sowieso. Und dann ist das einfach nicht da. Für mich war es ein komisches Gefühl, weil ich natürlich damit gerechnet hatte, ja, er stimmt so direkt zu. Auf der anderen Seite habe ich verstanden, dass die Frage war, wie denn überhaupt? Und er auch sich sehr früh schon, glaube ich, von dem Gedanken verabschiedet hatte, als schwuler Mann Familie zu haben, also eigene Kinder zu haben. Und das habe ich dann immer mehr auch verstanden in den Gesprächen, warum die erste Reaktion sehr zögerlich war. Aber die, ja, insgesamt hat sich dann schon gezeigt, dass der Kinderwunsch bei meinem Mann jetzt auch schon auch doch tiefer verwurzelt war, als er vielleicht am Anfang gedacht hat. Du lebst in so einem Kokon, und dann merkst du natürlich auch, dass alles andere sich
weiterentwickelt hat, dass die Ehe offensichtlich möglich war. Deswegen waren wir ja in Flitterwochen, hatten ja gerade uns verpartnert. Ehe für alle kam dann erst ein Jahr später. Es ist nicht eine Stunde. Aber du merkst halt, dass das, was du dir imprägniert hast, nicht mehr die Realität ist und dass die Gesellschaft moderner geworden ist, liberaler geworden ist, toleranter geworden ist, dass es vieles ist, das einfacher geworden ist. Und dann fängt man an, sich zu öffnen, aus dem Kokon rauszukommen. Und das ging bei mir dann relativ schnell, dank seiner Hilfe auch, sodass ich mir das sehr schnell vorstellen konnte dann tatsächlich. Wie? Das war die große Frage, die mich auch längere Zeit beschäftigt hat. Also ich kannte aus dem Umfeld die Adoption, die Aufnahme von Pflegekindern, aber ja, in mir machte sich immer mehr so ein Gefühl breit, dass ich eben ein leibliches eigenes Kind haben möchte. Und dann hatten wir durch Zufall eine Reportage gesehen zum Thema Leihmutterschaft und dann war so der Samen eingepflanzt. Und dann haben wir gesagt, oder ich habe mir erstmal gesagt, das könnte ein Weg sein, auch wenn der noch ganz vage da stand und man überhaupt nicht wusste, wie geht das überhaupt? Ich habe das da auch noch nie gehört gehabt vorher. Das ist unsere Leihmutter, Erika. Genau, Erika, Joe und ihren Kids sind wir in die Universal Studios gefahren, um einen Tag zu verbringen. Ja, was haben wir noch im Krankenhaus? Da haben wir noch die letzten, also mal kurz vor der Entlassung war sie da gewesen. Genau. Ja. Das ist die Erika mit dem Joe. Und die Summer dann auf dem Arm nochmal hatte. Das war, glaube ich, kurz bevor wir abgereist sind. Mhm. Ne? In der Entscheidung, diesen Weg zu gehen, war direkt klar, okay, keiner von beiden möchte dem anderen den Wunsch verwehren, ein leibliches Kind zu haben. Das war, glaube ich, das Erste, was es, uns auch bestätigt hat. Wir werden zwei Kinder bekommen. Einmal, wo mein Mann eben der genetisch leibliche Papa ist und einmal, wo ich dann der Vater bin. Jetzt? 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 Oh, wow! Willst du das ganze Haus zeigen? Hm? Alle ein. Kann der Papa vielleicht noch was einschütten, bitte? Also am Anfang, als sie ganz klein war, so das erste Jahr, hat man meinen Mann sehr deutlich gesehen. Jetzt verliert sich das so ein bisschen, aber ich vermute, dass er in Jaden auch mich sieht. Aber für uns spielt es insgesamt keine Rolle, wer jetzt da, also ich liebe die Summer genauso wie Jaden, also es sind unsere Kinder. Jetzt, wo sie ein bisschen älter sind, dass ich auch die Mutter so ein bisschen widerspiegelt in dem, wie sie vielleicht sind oder wie sie natürlich auch aussehen. Das ist auch spannend zu beobachten. Also wir haben ja die Entscheidung damals getroffen für eine Eizellspenderin. Und die auch nach Sympathie ein bisschen ausgesucht, nach dem Äußeren, wie man wie jeder andere Mensch auch jemanden kennenlernt, mit dem er vielleicht ja, dann Kinder haben möchte. Und das ist auch jetzt spannend zu sehen, wenn man dann auch vielleicht das Temperament, auch wenn man nicht weiß, wie viel kommt da jetzt von rüber, aber dass man da schon das Gefühl hat, ja, diese Person gehört dazu und wir sehen sie jetzt auch in unseren Kindern. Wir gehen mit dem gesamten Thema sehr offen um, auch sehr pragmatisch.
wir sind jetzt auch nicht so dünn behäutet. Also das heißt, wir können Kritik auch gut einstecken und wegstecken und gehen damit auch entsprechend, ja, wie gesagt, pragmatisch um. Aber sie ist schon da, so dieses, man wird zu dem Kindergeburtstag nicht eingeladen oder man ist vielleicht bei der Halloween-Zug, ist man nicht dabei. Und dann ist es im ersten Moment einem egal und sagt man sich, naja gut, dann halt nicht, hat es einen Grund gegeben. Und im zweiten Moment denkt man sich aber schon, ist es nicht vielleicht doch, weil wir anders sind. Das große Buch vom Mutigsein. Wir haben ja diese entsprechende Resilienz. Wir haben ja auch eine Story, dass wir uns geoutet haben, dass wir angeeckt sind schon in der Schule oder im Studium oder wo auch immer im Leben. Bei den Kindern ist das ein anderes Thema. Und da sind wir, naja, aufmerksam. Also wir versuchen es einzuordnen, zu erklären, dass vielleicht Menschen dann tatsächlich ein Problem haben mit uns, was nicht bedeuten muss, dass sie ein Problem mit dir, also dem Kind, mit Summer, mit Jaden zu tun hat. Und wir versuchen ihnen die entsprechende Resilienz und die entsprechende Widerstandsfähigkeit mitzugeben und das immer wieder einzuordnen und zu erklären. Und sie werden jetzt schon konfrontiert damit auch. Wie? Naja, zum Beispiel, dass andere Kinder im Kindergarten ja sagen, du hast keine Mama. Ich habe aber die größte Sorge einfach vor diesen versteckten Anfeindungen. Ich muss sagen, ich habe sehr viele Freunde, die sehr konservativ sind. Aber mit denen kann ich trotzdem abends da sitzen und reden, weil die haben eine klare Haltung und sagen, das lehne ich ab aus diesen und diesen Gründen. Und die haben halt andere Werte und andere Vorstellungen vom Leben. Aber da kann man diskutieren, da kann man ansetzen. Schwieriger sind all die Familien da draußen, die dann halt sagen, nein, wir haben doch kein Problem mit ihnen. Es ist doch wunderbar, es ist doch alles schön, sie haben noch Kinder, es ist doch schön, dass sie ihren Traum leben. Und dann aber zu Hause sagen, nee, da gehst du mir aber nicht hin. Ja, und dann ihrem Kind das sagen. Und dann irgendwann werden die Kinder aber älter, gehen in andere Familien rein oder sie wollen mal jemanden einladen. Und dann gibt es vielleicht Schranken und Hürden, die wir sozusagen unseren Kindern ja mitgeben im Prinzip, ob sie das wollen oder nicht. Das ist schon etwas, damit muss man umgehen und versuchen, ihnen das zu erklären. Und da haben wir aus einem Mäuschen ein Murmeltäule verlegen. Ja, ein süßes kleines Monstermäuschen. Kicherte Schweinchen. Psst, nicht so laut, flüsterte Wolf. Leise schlichen sie aus dem Haus. Dann aber brustete Bär los und alle Monsterjäger lachten mit. Hm? Wir sind beide Papa tatsächlich, also es gibt da keine Unterscheidung. Höchstens in der Lautstärke, wenn jemand gerufen wird von uns. Nein, Hilfe! Ja, für Sie! Ja! Oh. Wir haben das wirklich gemacht. Wir sind jetzt Eltern und wir leben Familie, wie jede Familie auch, und genießen einfach die Zeit mit unseren Kindern, wie die sich entwickeln, was die alles machen, was sie wieder Neues lernen. Und ja, es ist für mich wunderschön.